2 Schwerverletzte und 15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen bei Eichelberg. Gegen 5.15 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs. Bei Eichelberg überholte der Fahrer einen Sattelzug. Beim Einscheren verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, geriet auf den Standstreifen und prallte schließlich frontal gegen eine Schutzplanke. Das Auto blieb auf der Schutzplanke liegen. Eine Person war noch im Fahrzeug, eine weitere Person befand sich bereits auf der Fahrbahn. Ein Ersthelfer hat sehr gut reagiert, hat die Unfallstelle soweit abgesichert und hat die Rettungskräfte dann alarmiert. Wir sind dann an die Einsatzstelle angefahren und haben soweit die Sicherungsmaßnahmen fortgesetzt, die Person betreut bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und dann eben dem Rettungsdienst übergeben. Der Rettungsdienst brachte sowohl den 65-jährigen Unfallverursacher als auch seine 63-jährige Beifahrerin ins Krankenhaus. Insgesamt waren an der Unfallstelle 23 Personen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der Autobahn für knapp 2 Stunden gesperrt.